bei diesem wunderbaren sonnigen Wetter habe ich mir einfach mal so gedacht, nehme ich mal spontan ein Video auf und zeige euch ein bisschen, wie es meinen Jungpflanzen alles so geht, die jetzt hier so ein bisschen draußen auf der Terrasse stehen und natürlich auch die im Gewächshaus. Und ja, da freue ich mich einfach mal, euch zu zeigen, was bei mir jetzt alles so in der Permakultur wächst. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt und wir beginnen gleich bei den Jungpflanzen hier bei dem frisch pikierten Salat. Den habe ich heute Mittag mit meinem Vater pikiert. Die sind hier in den Steinen, sind sie rausgekommen und sind gesprießt. Ich glaube hier an der Seite, hier wächst einer. Und die haben wir ganz vorsichtig von den Steinen rausgenommen, also hier von der Erde pikiert und sie in Töpfe reingesetzt. Wie gesagt, die sind wild aufgegangen und die haben dann einfach mal in Töpfe reingesteckt, weil das dann doch ein gutes Geschenk von Mutter Natur ist und das erspart einem sehr viel Arbeit. Hier weiter sind die pikierten Zwiebeln. Die habe ich aus dem Samen gezogen, das sind keine Steckzwiebeln. Und die sind jetzt auch schon circa einen Monat in den Töpfen und jetzt tue ich sie langsam ein bisschen an der Sonne gewöhnen. Da drüben sind ein paar größere Exemplare. Und ja, ich möchte einfach mal damit mal probieren. Das ist mein erster Versuch, dass ich die aus Samen ziehe, die Zwiebeln, dass ich dann wirklich ja, so kiloschwere Zwiebeln erhalte. Das sind jetzt überwiegend Stuttgarter Riesen. Hier sind jetzt ein paar Kohljungpflanzen. Ein paar sind Spitzkohl, Blumenkohl, Brokkoli und ein paar Kohlrabis. Die habe ich etwas weiter hinten auf der Terrasse. Das ist jetzt zum Beispiel ein Kohlrabi, ein roter. Und ja, ich tue sie jetzt auch ein bisschen an der Sonne gewöhnen, beziehungsweise auch an die Kälte in der Nacht, damit ich sie dann auch bald raussetzen kann. Das Wetter eignet sich ziemlich gut. Und hier eine kleine Tomatenpflanze. Und dann gehe ich dann weiter hinter die Terrasse entlang. Da stehen nämlich noch mehr Jungpflanzen. Also hier ist jetzt nochmal eine Ladung, überwiegend Kohlrabi. Kann man vielleicht auch ziemlich gut erkennen. Und hier, das sind jetzt Stecklinge von meinen beiden Feigen. Dahinter, das da, das ist eine Steckling von der Johannisbeere. Und das ist, glaube ich, eine Zwetschge, die aus dem Samen rausgekommen ist. Die ist auch, wie ich bereits schon mal in einem Video erwähnt habe, 2 Jahre alt. Und hier an der Seite tue ich jetzt auch gerade die kleinen Blümchen abhärten. Das hier an der Seite ist Tagetes. 2 verschiedene Sorten, glaube ich. Und das ist Kapuzinerkresse. Das sind, glaube ich, eine Kapuzinerkresse, die braun ist. Und das ist eine Kapuzinerkresse, die heißt Alaska. Die ist so ein bisschen rotblau. Und hier vorne, das sind jetzt schon mal Sonnenblumen, die ich in der Form, die ich vorziehe. Das sind jetzt verschiedene Sonnenblumenarten. Also das sind überwiegend rote Sorten. Also das ist jetzt zum Beispiel hier die Sorte Evening Sun. Das ist eine braune Sonnenblume, die heißt Chocolat oder Chocolate. Und das hier, das ist die Sonnenblume Red Sun. Also mir gefallen hat diese roten Sonnenblumen, diese braunen. Und hier hinten, das da, da habe ich Samen ertauscht von jemandem. Das soll eine russische Sonnenblume sein, die bis zu 7 Meter groß ist. Und die möchte ich einfach mal ausprobieren und schauen, wie die schon wachsen. Die sind auch schon ziemlich groß. Die sind schon vor 3 Tagen, habe ich die Samen in Erde getan und sind schon ziemlich schnell aufgekeimt. Hier zwischen den beiden Hügelbeeten habe ich mir so einen kleinen Versuch oder einen Spaß erlaubt. Also ich ziehe ja immer Bäume aus Kernen, also Avocados, Mangos, was weiß ich immer, weil es mir halt ziemlich viel Spaß macht. Auch aus Zitronen habe ich das schon gemacht.
Und letzte Zeit habe ich ein paar Mangos gegessen. Und was ich halt hier mache, ich lege sie hier auf diese Steine ab. Und die Ameisen, die knabbern das Fruchtfleisch ab, damit ich dann die Schale öffnen kann und den Kern entnehme. Und das ist halt jetzt einfach, ja, etwas, was ich sehr gerne mache. Ja, Kerne nehmen, Bäume pflanzen und etwas für die Natur tun, weil die Leute beschweren sich ja für die, die kommenden Dürren, die jetzt kommen und immer länger anhalten, weniger Regen. Aber im gleichen Atemzug fällen wir so viele Bäume und man muss ja irgendwie ja, dagegen wirken. Und wenn jetzt manche Leute sagen, ja, Mangos wachsen bei uns noch nicht in den Gefilden, noch nicht, es kommt noch und ja, lieber ein Baum als kein Baum. Also hier in dem Frühbeet stehen einige Salate. Das hier ist jetzt zum Beispiel Kopfsalat, der im Gewächshaus gewesen ist. Den habe ich jetzt rausgestellt, damit er sich ein bisschen abhärtet. Und hier sind halt Salataussaaten, die ich vorgenommen habe. Also da hat mir Natur ja nicht geholfen. Also hier ein paar Salataussaaten. Wachsen auch schon ziemlich gut heran. Und ja, das ist jetzt hier in dem Hochbeet, wo das Fenster drauf ist und die überstehen schon ja, gute Kältetemperaturen. Und dann möchte ich doch euch zum Abschluss meine Voranzucht im Gewächshaus zeigen. So, jetzt können wir hier den Wald voller Jungpflanzen sehen. Alles Mögliche in der Voranzucht, Tomaten, Paprikas, Auberginen, Melonen, Gurken und Zucchini, Kürbis, alles Mögliche, was ich euch jetzt gerne zeigen möchte. Also hier jetzt zum Beispiel, das ist eine gelbfleischige Wassermelone, hier überall Tomaten. Und was ich halt jetzt sehr darauf achte bei der Jungpflanzenanzucht, vor allem bei den Tomaten, ist, dass ich sie nicht zu oft gieße, damit sie so ein bisschen ja, robuster werden. Und jetzt kommen halt die kommenden Dürrephasen, es wird immer weniger regnen und da versuche ich sie so ein bisschen abzuhärten, dass sie nicht ganz so viel Wasser benötigen. Und wenn sie mal Wasser benötigen, dann tue ich sie tiefgründig gießen. Und ich habe hier so viele Tomatensorten, hier überall steht eigentlich das ganze Gewächshaus voll mit so vielen verschiedenen Sorten. Und hier jetzt auch weitere Melonen. Das ist die Moon and Star. Hier auch weitere Melonen. Und hier unten sind jetzt schon die ersten Kürbisse rausgekommen. Das sind Hokkaido-Kürbis, der Riesenzentner, eine weiße Sorte, die heißt Lumia und Amazonka. Das sind meine Kürbissorten. Hier vorne habe ich auch noch ein paar stehen. Hier auch Zucchini. Also ich habe hier gelbe Zucchini. Die heißt Golden Rush. Die habe ich von Rheinsaat. Und das, die anderen Zucchinis, das ist eine Zucchini Tress oder Tri. Das ist so eine Zucchini, die halt gestreift grün und gelb ist. Die habe ich jetzt zum Beispiel von Irenas Shop. Die hat mir auch sehr gut gefallen. Und hier vorne habe ich auch noch ein paar Gurken und Melonen im Anbau. Hier unten auf dem Boden habe ich schon den ersten Fenchel, den Knollenfenchel in Voranzucht. Hier kommt eine Sonnenblume mit raus, die war im Kompost drin, aber das ist hier jetzt zum Beispiel Rosenkohl, ganz normal, und das ist roter Rosenkohl. Und hier an der Seite habe ich dann nochmal Wirsing als Jungpflanzen ausgesät. Grünkohl und Spitzkohl in Rot und in Weiß. Daneben sind jetzt auch nochmal ein paar Paprikas. Das sind auch wieder verschiedene Sorten, die ich hier anbaue. Hier vorne wieder Tomaten, hier Melönchen. Das ist jetzt zum Beispiel eine sehr scharfe Chili. Das ist die Cirola Sella. Ist eine Chili, die ja orange ist. Und
Hier unten jetzt zum Beispiel, was ich gerade sehe, das ist Stangensellerie. Der wächst jetzt auch so vor sich hin. Wenn man hier so weitergeht, habe ich hier dann noch Auberginen. Auch dahinter ist die Purple Tiger Chili. Ist auch eine sehr scharfe Chili, die lila wird. Und wenn ich dann weitergehe, hier auf den ganzen Tomatenwald, hier auch wieder Gurken, Melonen und hier auch wieder Paprika, die schon ziemlich gut vor sich hin wachsen. Und ja, sonst dahinter auch wieder sehr viele Paprikas und Chilis. Dahinter auch wieder die Ciroler Seller. Und hier unten am Boden kann man noch weitere Melonen sehen, Gurken, auch hier hinten in der Ecke wieder Paprikas, Auberginen und Tomaten. Da an der Kirsche ist jetzt, Kirsche an der Orange ist jetzt zum Beispiel noch eine Kohlrabi. Und wenn man hier vorne geht dann auf dem Podest, das was ihr jetzt gerade sehen könnt, ist auch nochmal Stangensellerie mit ausgesät. Und ja, das ist jetzt so meine Voranzucht. Sehr viele Tomaten, sehr viele Paprikas, die schon groß sind, die bald raus möchten. Zwiebeln, Kürbis, Zucchini habe ich schon angefangen. Und ja, die Gartensaison, die kann kommen. Es ist Sommer, oder es wird Sommer, es ist wirklich Frühling und ich kann es kaum erwarten auf die kommenden Ernten. Und ja, so habe ich euch mal mitgenommen bei meinem kleinen Urgarten, bei meinem Wäldchen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gerne könnt ihr auch dem Video einen Daumen nach oben geben und meinen Kanal auch kostenlos abonnieren und auf die Glocke drücken. Da werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hier in meinem Permakulturprojekt hochlade. Und sonst wünsche ich euch auch noch viel Erfolg bei euren Projekten, bei euch im Garten und genießt einfach die wunderbare und schöne Zeit im Garten. Nochmal vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.